Meistens haben sie gar keinen. Ich habe das Auto da nicht berührt. Es ist einfach so zusammengebrochen. Hallo, mein Name ist Luca und herzlich willkommen zu einem Spiel. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Dieses Spiel heißt Where's My Hammer und ich. Oh mein. War ich das gerade? Okay, zusammengefasst bin ich gerade einfach mit meinem Körper dagegen gelaufen und habe überhaupt keine Ahnung, was ich damit. Es sieht kaputt aus. Ich habe dieses Spiel bei Game Jolt gesehen und da wurde mir nur gesagt, so Where's My Hammer heißt das. Was man da machen kann ist, weiß ich nicht. Ich versuche mal irgendwie hier in die Tür. Wie komme ich da? Oh, guck mal, da sind Sachen. Left Mouse to slam, Middle Mouse to swing, Right Mouse to charge. Ich habe einen Hammer. Kann ich jetzt irgendwie? Ui. That's so real, it's a real engine here with this hammer. Wenn ich die rechte Maustaste gedrückt halte, charge ich und dann habe ich vollkommen daneben geschlagen. Ich hasse dieses Auto, ich bin YouTuber, ich fahre nur Porsche. Bah, nimm das, du blöde Kuh. Ich hau da mit geladenem Hammer gegen und nichts passiert. Aber wenn ich damit einfach gegenlaufe, zerstöre ich quasi das komplette Auto. Das ist mal wieder ein typisches Lukas-Spiel. Kriege ich davon mal kurz einen Slow-Mo von dem tollen Schlag? Alles klar. Kann ich wenigstens das Glas da oben? Hui. Das sah schon mal ein bisschen besser aus. Da wir jetzt den Hammer haben, können wir auch mal rein theoretisch jetzt hier in das Gebäude reingehen, um zu sehen, was sich da drin verbirgt. Vielleicht könnt ihr euch noch an den Start vom Video erinnern, wo es hier eine ganz normale Tür gab. Jetzt sieht das Ganze allerdings so aus. Ich war. Oh, da ist noch ein Stück übrig geblieben. Wow. Ich hab's mal wieder komplett zerstört. Ich kann nicht wirklich den Boden auch kaputt machen. Hallo, lieber Boden. Du willst jetzt erstmal. Was passiert, wenn ich. Oh, ich spawn wieder da. Da oben ist noch ein Auto. Kann sein, dass ich gerade auf einer neuen Map bin. Das sieht irgendwie alles gerade so ein bisschen anders aus. Guck mal, jetzt bin ich hier bei einer Map, wo, Statuen waren. Ich weiß nicht, was dieses Spiel für einen Sinn hat. Das müsst ihr mich auch gar nicht in den Kommentaren fragen. Jetzt kommen ja oft diese Kommentare. Luca, was haben denn die Spiele eigentlich für einen Sinn, die du spielst? Meistens haben sie gar keinen. Ich habe das Auto da nicht berührt. Es ist einfach so zusammengebrochen. Die Gegenstände, die haben schon so viel Respekt vor mir, dass sie einfach so zusammenbrechen, ohne irgendeine Einwirkung von mir. Ich stehe im Auto drin. Gerade fängt das Spiel auch überhaupt nicht an zu lecken, wenn ich hier versuche, alles kaputt zu machen. Das läuft zum Glück alles noch unglaublich flüssig. 2 hours later. Jetzt nach 2 Stunden habe ich mal versucht, hier unten wirklich alle möglichen Statiksäulen, whatever, auseinanderzunehmen. Und das ganze Haus steht immer noch. Wie kann das sein? Ich mache hier wirklich gerade alle Säulen irgendwie kaputt, sodass hier quasi nichts mehr stehen kann. Das ganze Haus fällt aber nicht in sich zusammen. Das kann ja irgendwie nicht sein. Ich sehe schon kommen, dass ich hier gleich quasi alles zerstört habe einfach und das ganze Haus schwebt quasi in der Luft. Oh, da kommt gerade was runter hier. Andere YouTuber fahren einen Lamborghini oder einen C63 AMG oder einen Boxer GTS. Ich fahre das hier. Das ist das Luca-Mobil. Und wenn man das Luca-Mobil ein bisschen bearbeitet, bin ich tot. What the fuck? Hier unten sieht tatsächlich alles gerade leicht verwüstet aus. Ich weiß nicht, woran das liegen könnte. Das war ich auch nicht. Okay, ich habe es hingekriegt, dass hier gerade nichts mehr funktioniert. Es hakt alles. A few inches later. Wir haben das Spiel tatsächlich gecrashed. Das Spiel hieß Where's My Hammer. Wenn ihr da irgendwie den Sinn raus entschlüsseln könnt, dann schreibt mir das ja gerne in die Kommentare. Aber ich glaube, da gibt es keinen Sinn. In dem Sinne würde ich sagen, das ganze Spiel gecrashed ist und jetzt. Wenn es euch gefallen hat, lasst eine Bewertung da. Wenn es euch nicht gefallen hat, dann lasst trotzdem eine Bewertung da. Weil, also eine positive, weil das heißt, das ist, das muss, das kann, das soll, das. Übrigens gibt es die Artikel, den hier gibt es im Luca-Shop wieder und den Hoodie gibt es im Luca-Shop wieder. Und es gibt auch wieder dieses Smiley All Over T-Shirt da. Das heißt, wenn ihr denkt, yo, ich brauche noch ein
Klamotten. Dann geht einfach auf luca-shop.de. Und damit sage ich jetzt auch tschüss.